Schön, seid ihr auch hier. Wir sind gerade hier in Düsseldorf auf dem winzigen Balkon und den wollen wir richtig cool aufpimpen und den Frühling herbeizaubern. Und wie ihr seht, ist der Balkon wirklich winzig. Wir müssen mal schauen, wir werden diese Balkonfläche nutzen, um hier was Schönes draufzustellen, die Wadden nutzen, vielleicht eine kleine Sitzecke kreieren, damit man auch die Sonne genießen kann, den Frühling. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Plan, mit der Basis, dann natürlich die Pflanzen und die Dekoration. Hier haben wir erstmal die Basis. Ich würde erstmal gucken, wo werde ich welche Gefäße hinstellen und danach erst pflanzen, damit wir auch wirklich den Balkon optimal nutzen können. So, wie ihr seht, haben wir schon die Gefäße soweit verteilt auf dem Balkon drauf. Hier hinter mir habe ich einen Metallständer mit einem Topf da drin, wenn man ein bisschen was Größeres drauf haben möchte. Das wirkt halt so ein bisschen luftiger, nicht so schwer wie so ein schwerer Topf. Und dann haben wir noch eine Leiter, wo ich diese Blumenampeln dranhängen werde. Weil alles, was hängt, steht natürlich nicht auf dem Boden und so eine Leiter nimmt natürlich auch nicht so viel Platz weg. Und dann können wir anfangen und die schönen Blumen einpflanzen. Jetzt sind noch keine Blumen da, weil wir erstmal eine Drainage brauchen. Das macht einfach Sinn, damit die Pflanzen auch keine Staunässe kriegen, weil die Gefäße hier im Freien sind. Einfach nur eben den Boden bedecken, dann fülle ich es mit Blumenerde auf und dann pflanzen wir. Und der Frühling kann kommen. Schaut euch das an, was ich für schöne Sachen mitgebracht habe. Ich habe allerdings noch mehr im Gepäck. Ich werde jetzt einfach hier und da schon mal die ersten Pflanzen verteilen, damit ich nicht nachher nur in einer Schale Primeln habe und für die anderen nicht. Und danach werde ich sie dann einpflanzen. Wie ihr seht, platziere ich die Pflanzen erstmal im Kunststofftopf und verteile die überall, damit wir das auch alles schön verteilen können. Und wenn uns eine Pflanze nicht gefällt, können wir das nochmal eben austauschen und in einem anderen Kübel setzen. Und dann fangen wir erst an zu pflanzen. So, ich habe hier auch einen Eimer Wasser dabei. Erstmal dazu, wie ich sie angeordnet habe. Ich habe die Stielprimeln, weil die ein bisschen höher sind, natürlich ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Ganz wichtig ist, wenn ihr die Pflanzen, man sieht, guck mal, wie schön die hier durchgewurzelt sind, dass man sie eben eintaucht, damit die mit einem feuchten Ballen eingepflanzt werden. Dann können die auch schön durchwurzeln. Die Bellies wird auch sehr, sehr groß. Das ist halt ein kleines Gänseblümchen. Schlussendlich braucht gar nicht mal so viel Pflege. Trotzdem ist es wichtig, dass sie vorgedüngte Blumenerde nimmt, damit sie auch wachsen und gedeihen, weil sie natürlich nicht im Beet sind. Hornveilchen, die können auch leichten Frost haben. Die sind sonst auch immer sehr, sehr dankbar. Und wer sie einmal gehabt hat, nimmt sie auch immer wieder, weil die einfach auch so ein bisschen runterranken. Also darf auf keinen Fall fehlen. Alles ein bisschen in Pastelltönen. Wie ihr seht, der Topf ist gut voll. Der Gärtner wird sagen, zu voll. Der Florist wird sagen, auch da passt noch ein Pflänzchen rein. Ein gesundes Mittelmaß ist natürlich wichtig, nicht zu voll, weil die Pflanzen erst recht Frühlingsblüher, die explodieren mit dieser Sonne. Und dann sollen sie natürlich auch noch ein bisschen Platz haben zum Wachsen und Gedeihen. Und jetzt geht's ran ans Dekorieren. Ich habe hier jetzt einfach so eine Holzwand auf Füßen, die man ganz toll hinstellen kann. Ich klemme das da jetzt einfach so ein bisschen zwischen.
Man kann natürlich immer eine Wand nutzen, ganz toll, um Sachen aufzuhängen. Ist natürlich nicht immer möglich bei einer Mietswohnung. Oder ein Spiegel, um den Balkon zu vergrößern. Aber ich finde dies auch eine super Alternative. Und es lassen sich wunderschön Pflanzen ranhängen. Und dann habe ich hier in dieser Ecke noch einen Olivenbaum. Der mag es natürlich auch sehr, sehr sonnig. Muss natürlich ein bisschen geschützter stehen. Hier ist er sehr windgeschützt. Und ich würde sagen, ich hole noch ein paar schöne Dekorationssachen und dann machen wir den Balkon fertig. Jetzt kommen wir zu den romantischen Lichtern. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Die kann man natürlich auch wunderbar an so einer Wand hängen oder einfach auf dem Gelände dekorieren. Und es sieht nicht nur abends schön aus, ich finde auch tagsüber sieht es sehr, sehr dekorativ aus. Und alternativ kann man natürlich auch ganz so eine Lichterkette nehmen. Ist einfach immer eine schöne Atmosphäre. Der Boden sieht natürlich nicht ganz so spannend aus. Dafür gibt es diese Outdoor-Teppiche. Die bieten sich da wirklich immer ganz toll für an. Und let's roll it! So eine Dekoleiter geht einfach immer. Man kann da Töpfe dranhängen. Ich hänge jetzt einfach Blumenampeln dran. Und das Schöne dabei ist, die nimmt halt wirklich nicht viel Platz. Und man hat so ein bisschen Höhe und die weiße Wand sieht ein bisschen dekorativer aus. Wir haben es jetzt so weit geschafft. Das ist doch wirklich ein kleines Paradies geworden. Eine tolle Leiter mit Blumen dran, diese tollen Holzkästen, auch richtig schön bepflanzt mit den Blumen. Kerzenschein überall verteilt. Achtet drauf, wenn ihr einen kleinen Mini-Balkon habt, dass ihr mehr in die Details geht, ein bisschen mehr aufhängt, nicht den ganzen Boden vollstellt. Und dann könnt ihr auch Mini-Mini-Balkone ganz, ganz toll gestalten und nutzen. Ich habe hier Frühling auf dem Balkon gezaubert und ich würde sagen, legt selber los und holt euch Blumen, den Frühling und ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei.